Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und diesmal soll es um dieses gute Stückchen hier gehen, dieses Gerät. Es ist schon 9 Monate her, dass ich ein Review gemacht habe zum BlackBerry Key 2 und diesmal möchte ich so ein bisschen meine Erfahrungen nach den 9 Monaten berichten und euch auch mal ein bisschen zeigen, was so die, ja, sagen wir mal, Benutzungsschäden bzw. wie es überhaupt aussieht nach 9 Monaten langer Benutzung. Ihr seht, das ist die silberne Edition, die ich hier habe und wenn wir uns mal das Gerät anschauen, wir sehen, das Display ist kratzfrei, das ist super, da gibt es also keine Kratzer. Die Buttons sehen auch ordentlich aus, da gibt es also auch keinerlei Probleme. Und hinten natürlich auch alles wunderbar, selbst die Kamera hat keinerlei Schäden oder Kratzer abbekommen, wie man hier sehen kann. Alles wunderbar, auch die linke Seite wunderbar, keinerlei Schäden, ich weiß nicht, ob man so sehen kann. Keinerlei Schäden auf jeden Fall zu sehen hier. Was man aber auf jeden Fall erkennen kann, ist die Unterseite. Und hier sieht man doch schon ein bisschen was an Schäden. Naja, Schäden. Es ist einfach ein bisschen was Farbe abgegangen hier an der Seite, wie man sehen kann. Und das ist halt eben dieser Plastikaufsatz auf der Tastatur. Also hier befindet sich tatsächlich Plastik drauf. Das hier ist Plastik. Unter der Tastatur ist kein Metallrahmen. Und dieser Plastikaufsatz im Grunde genommen verfärbt halt hier, wie man sehen kann, und das nicht nur an der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Da sieht man es, glaube ich, noch deutlicher, diese zwei Verfärbungen. Das ist aber im Grunde genommen alles. Der Rest des Gerätes ist in einem Top-Zustand, da kann man also nicht meckern. Funktioniert wunderbar. Die Tastatur, die funktioniert auch wunderbar. Das einzige Problem, was ich an der Tastatur manchmal habe, wenn es jetzt fokussieren würde auf die Tastatur, das einzige Problem, was ich auf der Tastatur manchmal habe, ist, dass die Space-Taste nicht reagiert hat, wenn ich drauf getippt habe, hier an der Stelle, glaube ich. Was ich dann jetzt gemacht habe im ausgeschalteten Zustand, ist einfach mal hier ein bisschen rumgewischt auf dieser Tastatur, um Krümmel oder sowas zu entfernen. Und das hat halt eben dazu geführt, dass jetzt die Space-Taste wieder funktioniert. Also falls ihr Probleme mit der Space-Taste habt, dass die nicht richtig reagiert, dann würde ich hier mal durchpusten und versuchen, dann irgendwelche Krümmel, die eventuell reingefallen sein könnten, dann zu beheben. Ansonsten, der Fingerabdruckscanner sollte ohne Probleme funktionieren. Ich habe jetzt hier zu oft rumgetippt auf der Tastatur, deshalb muss ich meinen PIN eingeben, aber ich zeige es nochmal, den Fingerabdruckscanner. Fokus. Wenn der Fokus dann kommt, dann kann man eventuell sehen, wie der Fingerabdruckscanner funktioniert. Also hier, wunderbar. Keinerlei Schwierigkeiten, der funktioniert wunderbar, wie man es haben möchte. Und die Tastenbeleuchtung ist auch gut, beziehungsweise hier diese Aktionstasten funktionieren und die Tastaturbeleuchtung auch. Ich weiß, einige haben da Montagsmodelle erwischt, ich habe hier Glück, die funktioniert also auch gut im Dunkeln. Ist es also auch gut abzulesen. Ich stelle es mal hier auf den Ständer und werde das Ganze mal ein bisschen so machen, dass ihr da ein bisschen was mehr von seht. Wenn ich näher dran gehe, von der Software selber auch so ein bisschen. Und jetzt müsste es einigermaßen scharf sein, um euch mal so ein bisschen auch zu zeigen, was haben wir denn hier in Sachen Sicherheit. Wir haben jetzt hier Mai 2019 und was haben wir in Sachen Sicherheit drin bei Telefoninformationen, den 5. April 2019 als Sicherheitsstandard. Und leider gibt es auch keine Updates bisher. Also ich gehe davon aus, dass das Mai-Update dann Ende Mai rauskommen wird für das BlackBerry Key 2 auch. Es ist ein bisschen schade, aber insgesamt, ja, ordentlich. Als Android-Version wird hier allerdings immer noch die Version 8.1 ausgeliefert, nicht 9.0. Und es gibt bisher auch noch keinen Plan für die Version 9.0. Was ihr eventuell gesehen habt, ich habe ein paar Sachen geändert. Ihr seht, das ganze System läuft ziemlich flott und auch die Animationen sind flott. Ich hatte ja mal gemeckert, dass die Animationen ein bisschen langsam sind. Warum läuft das bei mir so flott und bei euch eventuell nicht? Ich habe hier die Entwickleroptionen aktiviert. Dazu geht man in Telefoninformationen und klickt 7-mal auf die Bildnummer. Und dann wird der Entwicklermodus freigeschaltet, der dann Entwickleroptionen heißt. Und wenn man da reingeht, kann man die Animationsgeschwindigkeit ändern. Und ihr merkt vielleicht, wenn ihr den Batteriesparmodus aktiviert habt bei eurem BlackBerry Key 2, dass dann die Animationen komplett ausgeschaltet sind und das Gerät dann einfach wunderbar sehr schnell reagiert und läuft. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, okay, das Gerät ist in der Lage, so schnell zu laufen. Und was man dann machen kann, sind die Animationen zu verändern. Und hier zum Beispiel Maßstab Fensteranimationen von einfach auf 0,5-fach zu stellen
Und das gleiche gilt für die Übergangsanimationen auf 0,5-fach und für die Maßstab-Animatorzeit auf 0,5-fach. Und schon läuft das Gerät wunderbar schnell und flüssig. Eigentlich so, wie ich das eigentlich haben möchte. Das ist aber auch Geschmackssache. Einige mögen die Animation. Ich mag es, wenn es hier halt ein bisschen was flotter läuft, weil ich das halt eben als Arbeitsgerät benutze. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man so ein Arbeitsgerät hat, dass das halt auch ordentlich schnell läuft. So, apropos Arbeitsgerät, damit man es als Arbeitsgerät nutzen kann, die meisten werden wahrscheinlich auch, wenn sie so ein BlackBerry haben, den Hub benutzen. Mit dem Hub habe ich leider Schwierigkeiten gehabt in letzter Zeit. Zum einen gefällt mir dieses neue Update des Hubs nicht so ganz, weil erstens sind ein paar Funktionen rausgeflogen, zum anderen sind, also ich kann jetzt mal zeigen, okay, hier sind ein paar Konten von mir drin. Ich will aber euch meine E-Mails nicht zeigen, deshalb habe ich jetzt hier mal Reddit genommen, wo also nichts angezeigt wird. Zum anderen ist die Oberfläche so ein bisschen ja, seltsam geworden. Wir sehen hier unten diese Leiste. Diese untere Leiste wird manchmal überblendet von irgendwelchen Rückgängigmach-Aktionen. Und dann kann man hier nichts draufklicken, was so ein bisschen nervig ist. Und ein anderes Problem ist, wenn ich hier aktualisieren möchte. Vorher war irgendwo hier ein Aktualisieren-Knopf, den ich relativ einfach erreichen konnte. Jetzt muss ich hier in das Menü reingehen, ganz runterscrollen und dann auf Aktualisieren gehen, um eine Aktualisierung durchzuführen. Und leider muss ich das ein oder andere Mal tatsächlich auch manuell machen, weil der Hub sich manchmal aufhängt. Und manchmal hängt er sich so stark auf und da bin ich wirklich enttäuscht so ein bisschen von BlackBerry, weil ich das bei den BlackBerry 10 Geräten noch nie hatte. Klar, da waren die Updates nicht so regelmäßig und hier ist das Hub nicht zentraler Bestandteil des Betriebssystems, sondern einfach eine App auf einem Betriebssystem, die öfters aktualisiert wird. Aber da hatte ich das Problem nicht, dass der Hub einfach nicht funktioniert hat. Da konnte ich, wenn er mal nicht funktioniert hat, ich glaube, es kam ein einziges Mal vor über 5 Geräte, die ich hatte. Und da habe ich einfach das Gerät neu gestartet und dann hat er wieder funktioniert. Und hier kommt es tatsächlich vor, dass sich der Hub komplett aufhängt, dass überhaupt nichts mehr funktioniert, dass er überhaupt nicht reagiert, dass die App komplett freest, man sie zwar beenden kann, dann nicht mehr aufrufen kann teilweise oder dass er einfach keine E-Mails empfängt. Das passiert eben auch manchmal. Und das ist ziemlich nervig für ein produktives Gerät, aber es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen. Was ich gemerkt habe, ist zum einen, es kann an bestimmten E-Mails liegen, auf bestimmten E-Mail-Konten. Also ich habe gemerkt, ich habe meine Wegwerf-E-Mail-Adresse @web.de und da kommen manchmal halt eben auch Spam-E-Mails rein oder Newsletter-E-Mails oder wenn man mal irgendwo was gekauft hat und dann kommen halt irgendwelche komischen neue Werbe-E-Mails rein. Hier, wir haben doch ein neues tolles Angebot. Dafür verwende ich dieses E-Mail-Konto und da kommen tatsächlich manchmal E-Mails rein, die halt eben auch irgendwie den Hub zum Stottern bringen. Was ich dann gemerkt habe, ist, diese Werbe-E-Mails oder die E-Mails sowieso nicht so wichtig sind, einfach mal löschen mit einem anderen E-Mail-Client und dann hier nochmal reingehen. Und was man machen kann, ist auch, das kann ich euch mal zeigen, wenn wir hier mal reingehen in die Systemeinstellungen. Dort gibt es unter Apps und Benachrichtigungen die Möglichkeit, kürzlich geöffnete Apps zu sehen. Ansonsten könnt ihr alle Apps sehen und da habe ich den Posteingang, also der BlackBerry Hub im Grunde genommen. Den kann man auch zum Stoppen erzwingen. Und was ich gemerkt habe, ist, unter Speicher kann man auch den Cache löschen. Das hilft manchmal. Falls das immer noch nicht hilft und bei euch der Hub immer noch freest und ein Neustart auch nichts gebracht hat, dann müsst ihr tatsächlich hier reingehen, alle Apps anzeigen und dann sucht ihr mal nach Hub. Und dann findet ihr Dienste des BlackBerry Hub Plus. Und dann müsst ihr da reingehen, könnt auch auf Stoppen erzwingen gehen und dann auch auf Speicher gehen und dann hier den Cache löschen. Spätestens danach sollte der Hub, vielleicht auch noch ein Neustart, vielleicht ist ja noch ein Neustart notwendig, aber spätestens danach sollte der Hub dann auch langsam wieder funktionieren. Das hat zumindest bei mir immer funktioniert, dass er dann, also das hat bei mir immer gewirkt, dass er danach wieder funktioniert hat. Es ist ärgerlich, alle 2 bis 3 Monate etwa kann es passieren, dass mir der Hub also dieses Problem bietet, dass er nichts mehr empfängt. Oder, und das ist auch leider oft, also ist schon 2-mal passiert in den 9 Monaten, dass er sich komplett aufgehangen, nichts mehr funktioniert hat und ich tatsächlich hier diese Methode machen musste mit Cache-Löschen der Dienste des BlackBerry Hub Plus. Woran es jetzt liegt, weiß ich nicht. Also der Hub ist so ein bisschen instabil geworden. Das hat mich so ein bisschen genervt. Ansonsten an Sachen Software-Updates gibt es eine ganze Reihe. Neben dem BlackBerry Hub wurde auch der Kalender geupdatet, Kontakte geupdatet. Also die ganzen BlackBerry-Software-Programme wurden geupdatet. Ein paar Programme werden jetzt leider rausfliegen. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe hier auf meiner Schnellstart
Option zum Beispiel die BlackBerry-Suche drin, weil ich die recht gut finde. Und da kann ich zum Beispiel auch, sehe ich jetzt die letzten Suchen, die ich gehabt habe, nach Musik vor allen Dingen suchen und dann einfach sagen, ich möchte die Musik abspielen, weil eben das Google-Suchprogramm, glaube ich, das Google-Musikprogramm, was ich hier drauf habe, oder VLC, was ich drauf habe, nicht immer so das Beste ist, wenn es um Suchen geht. Da ist halt diese BlackBerry-Suche tatsächlich Gold wert, wenn man nach Sachen sucht. Das ist schade, dass das jetzt leider abgeschafft wird. Wahrscheinlich mit einem Update könnte es sogar sein, dass dieses Programm entfernt wird. Ein paar weitere Programme werden dann darunter fallen. Ich glaube auch das Power Center, das Akkuzentrum, das ich hier, Akkucenter, so nennt sich das Ganze, das den Akkustand anzeigt und dann ein paar Tipps gibt, wie man das Ganze halt noch beheben kann und besser machen kann. Ich weiß nicht, warum man das Programm einstellen muss oder dann auch später vielleicht komplett vom Gerät löschen muss, weil es im Grunde genommen, also es ist einfach nur ein Tipps und Tricks, eine Tipps und Tricks App, die dann auch noch den Akkuverbrauch anzeigen kann. Also es ist nicht großartig etwas, was irgendwie großartig gewartet werden müsste. Aber BlackBerry hat sich dafür entschieden. Ein paar andere Programme werden auch rausfliegen. Ich habe vielleicht davon gehört, BBM ist jetzt auch, gehört zwar jetzt nicht mehr BlackBerry, aber die Firma, die dahinter ist, will das jetzt auch einstellen zum Ende Mai. Ist auch ein bisschen traurig, muss natürlich dann auch eine Alternative gesucht werden. Und es gibt natürlich noch ein paar weitere Apps hier, die ich drauf habe. Es ist mir nicht bekannt, was für weitere BlackBerry-Apps da eventuell rausfliegen werden. Passwort-Keeper eventuell, ich weiß es nicht. Notable könnte rausfliegen. Das habe ich eigentlich auch kaum benutzt, muss ich sagen. Aber ist eigentlich auch eine sehr interessante App für den einen oder anderen. Ja, das ist so meine Benutzung. Ansonsten, was ist meine Erfahrung? Das Gerät läuft schnell, das Gerät läuft gut. Akkunutzung können wir uns noch mal anschauen. Wenn wir mal unter Akku gehen, da sehen wir hier, jetzt habe ich hier letzte volle Ladung vor 3 Tagen, 2 Stunden und 25 Minuten vorgenommen. Ihr seht, die Akkulaufzeit ist eigentlich grandios und für so ein Gerät, was ich jetzt nicht dazu benutze, um ständig YouTube-Videos zu schauen oder Musik zu hören, sondern nur um meine E-Mails zu checken, mal im Internet was zu browsen, mal zu gucken, was läuft gerade im Fernsehen, also TV-Programm-App. Oder was ist gerade bei Reddit los oder bei Twitter los? Da ist das im Grunde genommen ein ziemlich guter Akkuwert, der hier erreicht werden kann. Klar, Bildschirmnutzung seit der letzten vollen Ladevorgang ist jetzt hier nur 2 Stunden und 30 Minuten etwa. Das ist nicht gerade sehr viel. Aber sagen wir mal so, selbst nach den 9 Monaten hält es immer noch mich komplett durch den Tag. Selbst wenn ich es intensiver nutzen würde, auch meine YouTube-Videos drauf schauen würde, komme ich damit durch den ganzen Tag durch und kann halt noch eventuell einen halben Tag dranhängen, sollte dann aber schon die Steckdose aufsuchen. Das Aufladen funktioniert auch. Ich muss zugeben, ich benutze allerdings nicht so häufig diesen optimierten Auflademodus, den es ja auch gibt, was das Ganze irgendwie beschleunigen soll in Sachen Aufladung. Und ich glaube auch dieses Quick Charge in der höchsten Stufe, ich glaube 3.0 unterstützt das BlackBerry Keto, nutze ich hier nicht, sondern nur sind, glaube ich, 5 Ampere, 5 Volt bei 2 Ampere, was ich hier benutze als Aufladung, um halt den Akku auch so ein bisschen was zu schonen. Ansonsten adaptive Helligkeit habe ich eingestellt und der Energiesparmodus wird auch aktiviert nach 15%. Das ist standardmäßig eingestellt. Ihr seht auch die Programme, die am meisten Akku fressen bei mir. Und ihr seht BBM als Chatprogramm, als Hauptchatprogramm habe ich hier auf diesem Handy drauf. Und ansonsten keine weiteren Chatprogramme, die ja WeChat noch, aber das nutze ich hier auf dem Gerät nicht mehr, hatte ich vorher genutzt. Jetzt habe ich ein anderes Gerät dafür. Also das und so, die Programme, da seht ihr auch, Firefox wird halt eben auch sehr stark verwendet von mir. Also der Akku ist gut, die Akkulaufzeit ist relativ gut, wie man sehen kann. Und da habe ich also auch nach den 9 Monaten langen Benutzung keinerlei Schwierigkeiten, was das BlackBerry Key 2 angeht. Also das sind so meine kleinen Erfahrungsberichte mit dem BlackBerry Key 2. Telefonanrufe funktionieren gut, Empfang ist eigentlich auch immer gut. WLAN-Geschwindigkeit ist etwas, was ich gemerkt habe, jetzt wo ich ein paar andere Geräte getestet habe, dass das nicht so optimal ist, dass andere Geräte deutlich schneller sind im gleichen WLAN, deutlich mehr Daten ziehen können oder deutlich schnellere Reaktionszeiten bieten. Aber es ist nicht so, dass es ist nur im direkten Vergleich fällt das einem auf. Wenn man es so benutzt, ist es halt nicht so, dass es wirklich nervig ist oder irgendwie Probleme bereitet. Auch Anwendungen, wenn ich die öffnen möchte, sind relativ schnell. Und laden auch relativ schnell. Ich habe jetzt hier explizit diese Anwendung aufgerufen, weil die Bilder und Videos lädt. Und dann seht ihr, also da gibt es halt ein paar Nachlader, das ist klar.
Es ist halt kein Spitzenklassenprozessor hier drin, das merkt man schon an der einen oder anderen Stelle, aber es läuft flüssig und es gibt also wenig Probleme und wenig zu meckern, was das angeht. Also das funktioniert gut. Ton, Audioqualität ist auch gut, da hat sich also auch nichts verändert. Also die Lautsprecher funktionieren weiterhin ziemlich gut. Die Kamera, muss ich ganz ehrlich zugeben, benutze ich weniger häufig, weil sie halt eben auch nicht so gute Fotos schießt. Aber für Schnappschüsse reicht das auf jeden Fall aus. Wenn ich also irgendwie, was weiß ich, gerade mal unterwegs bin und möchte einen Schnappschuss machen von irgendeiner Telefonnummer oder von irgendeinem Menü im Restaurant oder so etwas, dann mache ich das auch mit dem BlackBerry Key 2. Das geht ohne Probleme, kann das dann auch wunderbar ablesen. Das ist also kein Problem. Aber wenn es wirklich mal so Fotos sein sollen, wie ich fahre mal in Urlaub und mache Fotos und habe dann die Auswahl noch zwischen einer anderen Kamera, einer echten Kamera oder halt zum Beispiel meinem Huawei P30, dann greife ich eher zum P30, weil es halt eine deutlich bessere Kamera hat als das Key 2. Aber für Schnappschüsse reicht das auf jeden Fall aus. Ja, dann Navigation mit ja, Google Maps benutze ich eher weniger, sondern was ich benutze ist, wo ist es denn überhaupt? Ich habe es auf der O-Taste liegen. OSM-End, also OpenStreetMap. Das klappt relativ gut. Habe ich keinerlei Probleme. Ist sehr flott im GPS-Empfang und auch in der Navigation sehr zuverlässig. Das ein oder andere Mal musste ich allerdings auch den Kompass nochmal kalibrieren. Das heißt, man nimmt das Gerät quasi in die Hand und macht dann so eine Unendlichkeit oder eine 8, ein 8 als Symbol, um den Kompass zu kalibrieren, damit eben auch das Navigieren etwas leichter fällt, indem dann halt eben ganz einfach ja, ganz einfach noch einmal die Richtung, in der man sich dann bewegt, dann nochmal hier deutlich verbessert angezeigt wird. Also Navigation klappt wunderbar, habe ich also auch keinerlei Probleme nach den 9 Monaten langen Benutzung. Ansonsten, was das Multitasking angeht, habe ich eigentlich auch keinerlei Probleme. Wir können ja mal hier in Kali Connect reinspringen. Sieht also, die 6 GB Arbeitsspeicher reichen aus, um das meiste, was ich hier laufen habe, dann auch zu benutzen. Ich benutze jetzt nicht, ich bin nicht so ein großer Spielefreund. Ihr seht, ich habe 3 Spiele drauf. Die habe ich eigentlich nur drauf gehabt, um das Ganze zu testen mal. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Also in Sachen Spielen, da bin ich also auch kein großer Spieler auf dem BlackBerry Key 2. Es geht aber auch. Also die meisten Spiele laufen, auch wenn ich in der allerhöchsten Auflösung. Ansonsten, was ist mir noch so aufgefallen? Ghost Commander benutze ich das ein oder andere Mal, um Daten zu kopieren. Klappt erfreulicherweise ziemlich gut. Auch über SFTP, was ich dann benutze, um Daten auf dem PC oder sowas zu kopieren oder vom PC zu kopieren. Das klappt also sehr gut, auch mit größeren Datenmengen. Da habe ich Erfahrungen gemacht mit anderen Smartphones. Da kann es manchmal vorkommen, dass bei größeren Datenmengen auf einmal das Ganze ins Stocken gerät oder komplett einfriert. Das habe ich beim BlackBerry Key 2 glücklicherweise noch nicht gehabt. Also das ist eine positive Geschichte, wie ich finde, dass das hier ohne Probleme funktioniert, auch mit größeren Datenmengen. Was ich auch häufiger benutze, ist USB-C als OTG. Also hier unten seht ihr den USB-C-Port und da kann man dann wirklich OTG machen mit, also einen USB-Stick zum Beispiel dranhängen oder von der Kamera ein paar Speichersticks mit einem Adapter dranhängen, um dann Daten auszulesen oder zu bearbeiten. Es gibt da Programme wie zum Beispiel Snapseed oder andere Programme, womit man dann Bilder bearbeiten kann. Oder auch Videos teilweise schneiden kann. Das mit dem Videoschneiden habe ich hier auch, glaube ich, einmal gemacht. Videoshop habe ich drauf dafür und das klappt auch relativ ordentlich. Die Exportzeiten sind natürlich jetzt nicht mit Flaggschiffen vergleichbar, aber es ist möglich, damit auch so etwas zu machen. Also insgesamt bin ich doch recht zufrieden mit dem BlackBerry Key 2. Das Einzige, was mir so negativ aufgefallen ist und wo ich richtig enttäuscht war, war der BlackBerry Hub. Dass der BlackBerry Hub mir also tatsächlich das ein oder andere Mal nicht mehr so zuverlässig erscheint wie bei guten alten BlackBerry 10 Zeiten, sondern hier tatsächlich manchmal sich komplett aufhängt und es halt nur dadurch geht, dass man die Dienste des BlackBerry Hubs dort in Cache löscht und das BlackBerry Hub selber, also Posteingang entfernt, nicht entfernt, sondern stoppt und dort dann auch den Cache löscht und dann eventuell ein paar E-Mails sogar auf dem Server per IMAP löschen muss, damit es nicht zu ja, Schluck auf der Android-App führt. Ist so ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber es ist immer noch machbar. Also insgesamt bin ich zufrieden. Einzig der BlackBerry Hub ist der mich so ein bisschen enttäuscht hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der Rest vom System läuft zufrieden mit den Anpassungen, die ich hier auch vorgenommen habe, in Sachen Animationsgeschwindigkeit zum Beispiel. Und ja, der Tastatur hier, da, wie gesagt, da war halt nur die Space-Taste, die musste ein bisschen was gereinigt werden. Falls ihr da Probleme habt, einfach mal ein bisschen durchpusten. Das gleiche gilt für andere Tasten, falls ihr da Probleme habt. Ansonsten habe ich kein Double-Typing-Problem und die Tasten funktionieren auch gut. Sondertasteneingabe und so weiter und so fort. Alles gar kein Problem. Also da bin ich recht zufrieden nach den ja, 9 Monaten Benutzung, die ich jetzt das Gerät habe. Ich habe sogar wahrscheinlich sogar noch länger, weil ich ja 1 Monat lang getestet habe. Also sagen wir mal 10 Monate lang benutze, fast ein Jahr in Benutzung das Gerät und bin zufrieden damit. Und für die Leute, die sich also eventuell jetzt fragen, warte ich jetzt auf ein neues BlackBerry Phone, das noch nicht angekündigt worden ist, oder es gibt jetzt günstig BlackBerry Key2s zu kaufen, kaufe ich mir das Key2. Es ist zuverlässig, es funktioniert. In Sachen Update kriegt ihr Sicherheitsupdates immer jeden Monat, aber dann mit 1 Monat Verzögerung. Wie gesagt, ich habe jetzt hier immer noch, wir sind im Mai und ich habe die, nee, das wollte ich nicht, und ich habe die April-Version des Android-Sicherheitsstatuses hier drauf. Falls ihr aber Wert legt auf die allerneueste Android-Version, also ihr wollt jetzt Android Pie drauf haben oder demnächst Android Q drauf haben, dann ist das BlackBerry nichts für euch, weil ihr kriegt es nicht. Wir haben immer noch hier Android 8.1 drauf, das läuft recht zuverlässig und wenn der Sicherheitsupdate-Stand eben immer aktuell gehalten wird, relativ aktuell gehalten wird, habe ich da auch gar nichts gegen, weil neuere Features brauche ich sowieso nicht so sehr. Aber falls ihr Wert darauf legt, dass ihr auch die neueste Android-Version habt, nicht vom Sicherheitsstand nur, sondern auch von der großen Versionsnummer, dann müsst ihr irgendwo anders hinschauen, weil da hat BlackBerry halt eben hinkt es hinterher. Bin mal gespannt, wann die Version 9.0 dafür rauskommen wird, weil bisher gab es noch nicht mal eine Beta-Phase. Also entweder wird das intern irgendwie getestet oder es startet erst später, viel, viel später. Oder man überspringt Android Pie und wechselt direkt zu Q. Wer weiß. Nun ja, das ist so mein Erfahrungsbericht nach 10 Monaten, 9 Monaten, 10 Monaten Nutzung des BlackBerry Key2s. Und falls ihr das BlackBerry Key2 schon etwas länger in euren Händen haltet oder benutzt habt und andere Erfahrungen gemacht habt oder ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder was eure Erfahrungen im Allgemeinen so sind, könnt ihr das natürlich alles im Kommentarbereich unten hineinposten. Mich würde das mal sehr interessieren, was eure Erfahrungen mit dem Gerät sind. Und falls ihr interessiert seid an dem Gerät mit der Tastatur und es irgendwie günstig erwerben wollt und ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch unten reinposten. Ansonsten könnt ihr natürlich dieses Video liken. Und natürlich auch kräftig abonnieren. Das war's für diesen kurzen TechView Vlog mit meinem Erfahrungsbericht zum BlackBerry Key2 nach etwa 10 Monaten Nutzungszeit. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.